So, das ist der Teil 2 von dem Saugroboter-Test Roborock S6 Max V. Im ersten Teil habe ich das Gerät ja schon ausgiebig mit der Xiaomi Home App vorgestellt. Da haben wir im Wohnraum auch schon einige Tests gemacht. Hier in dem Teil möchte ich euch die Roborock App, die ja ebenfalls für das Gerät verwendet werden kann, nochmal vorstellen. Die Live-Kamera, wie man live ein Bild auf dem Smartphone sieht und welche Möglichkeiten es da gibt. Und dann machen wir noch ausgiebige Saugtests, wie gut denn überhaupt die Saugleistung des Roborock auf verschiedenen Böden ist. Ja, gleich nach dem Intro geht's los. So, dann fange ich mal an mit der Vorstellung der Roborock App. Beim letzten Mal habe ich ja die Xiaomi App schon ausführlich vorgestellt. Ihr könnt das auch nochmal euch anschauen oder nachlesen auf meiner Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de. In der Videobeschreibung findet ihr auch den Link dazu. Da findet ihr den ersten Teil und da findet ihr auch den kompletten Testbericht zu dem Roborock S6 Max V. Die Roborock App könnt ihr auch im jeweiligen Store, also beispielsweise im Google Play Store, herunterladen und sieht vom Aufbau eigentlich der Xiaomi App sehr ähnlich aus oder es ist fast gleich. Seht ihr jetzt hier auch im Bild, wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, der Aufbau ist eigentlich identisch. Ihr habt oben praktisch nochmal eine Anzeige der Reinigungsfläche, des Akkustandes und der Reinigungsdauer. Darunter ist die Karte mit diesen beiden Symbolen der Kartenverwaltung und den Saugstufen. Das ist genauso wie bei der Xiaomi App. Und unten könnt ihr eben einzelne Räume anwählen, die gereinigt werden sollen oder eine Kombination von Räumen. Könnt auch alles auf einmal reinigen lassen oder einzelne Zonen markieren. Habt dann zwei Buttons, wo er die Reinigung startet oder wo er den Roboter wieder zur Ladestation zurückschickt. Soweit ist das eigentlich alles gleich. Ihr habt aber hier oben noch ein Kamerasymbol, was für die Live-Übertragung geeignet ist. Und was das damit auf sich hat, das erkläre ich euch gleich nochmal etwas genauer. Jetzt schauen wir erstmal ins Menü rein, wie die Menüpunkte hier aussehen. Wie ihr hier seht, ist das Menü eigentlich gleich aufgebaut. Ihr habt jetzt erstmal die Roboter-Einstellungen. Hier könnt ihr jetzt auch wieder die LED ein- und ausschalten, also das Licht, um Energie zu sparen beispielsweise. Ihr könnt die Verstärkung, die Saugkraftverstärkung bei Teppicherkennung ein- und ausschalten. Die Zeitzone, den Nicht-Stören-Modus, wenn ihr der Roboter praktisch zu bestimmten Zeiten nicht saugen soll. Und ihr könnt wieder die Einheit in Quadratmeter oder einer anderen Einheit festlegen. Das ist alles identisch mit der Xiaomi-App. Der nächste Menüpunkt ist die Kartenverwaltung. Auch die ist praktisch identisch. Hier könnt ihr auswählen, welche Karte ihr benutzen wollt. Ihr wisst ja, der Roborock S6 Max V kann bis zu 4 Karten, für beispielsweise 4 verschiedene Etagen, verwalten. Ihr könnt hier auch die Karten verändern. Das heißt, ihr könnt die Räume anders aufteilen, anders benennen, Räume zusammenfügen, trennen und so weiter. Ihr könnt natürlich auch Karten löschen, neue Karten anlegen, alte Karten wiederherstellen und halt genau das alles, was ich schon bei der Xiaomi App im letzten Video gezeigt habe. Mit dem nächsten Menüpunkt kommen wir in die Kamerafunktionen. Die sind ebenfalls sehr ähnlich wie bei der Xiaomi App. Also hier könnt ihr jetzt die Objekterkennung praktisch ein- und ausschalten. Ihr könnt Fotos von Hindernissen machen lassen oder auch nicht. Wenn ihr das einschaltet, dann und der Roboter erkennt ein Hindernis, wie beispielsweise die ich jetzt hier ins Bild gelegt habe, jetzt ein Kabel mit, irgendeinem Kabel praktisch oder eben eine Tierverschmutzung oder es kann auch ein Schuh sein oder ein Socken oder irgendwas ähnliches. Wenn der Roboter so ein Hindernis erkennt und es ist kein übliches Möbelstück, was jetzt am Rand steht,
dann macht er ein Foto von dem Hindernis und ihr könnt das nachher in der Karte sehen. Diese Option gab es bei der Xiaomi-App auch, aber da konnte ich die Fotos nicht in der App sehen. Also da gab es irgendwie ein Problem. Da war bei uns immer ein leeres Foto in der Karte, obwohl er eigentlich ein Foto aufgenommen hat, angeblich. Also so richtig hat das bei der Xiaomi-App noch nicht funktioniert. Hier bei der Roborock-App funktioniert es tadellos. Und das ist eigentlich auch der wesentliche Unterschied von diesen Apps. Also wenn ihr die Kamerafunktion wirklich ausgiebig nutzen wollt, dann würde ich eher momentan zur Roborock-App neigen. Ihr habt ja auch als letzte Option die Remote-Anzeige. Auch die hat bei der Xiaomi-App noch nicht richtig funktioniert oder gab es, glaube ich, noch gar nicht. Wenn ihr diese aktiviert, dann könnt ihr live mit dem Smartphone durch die Kamera schauen. Das heißt, ihr könnt, auch wenn ihr unterwegs seid, dann macht es erstmal richtig Sinn, wenn ihr unterwegs seid irgendwo und ihr wollt mal in die Wohnung schauen, dann könnt ihr das Live-Bild von dem Roboter auf das Smartphone übertragen und könnt dabei noch den Roboter steuern. Also ihr könnt dann durchaus den Roboter in andere Räume steuern und die Wohnung beobachten, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, und dann gibt es hier noch die Haustieroption, damit ihr eben wirklich besonders aufpasst, dass eben keine Tierverschmutzung, Tierkot oder sowas in der Wohnung vorhanden ist. Da ist er eben besonders vorsichtig, dass er sowas rechtzeitig erkennt und eben umfährt. Die nächste Option, das nennt sich Roboterstimme und das ist einfach nur zum Anwählen der Sprachdatei. Falls die bei euch noch nicht auf Deutsch gestellt ist, wählt hier einfach Deutsch und dann spricht der Roboter auch Deutsch. Danach kommt die Funktion Pläne und das ist nichts anderes als der Timer. Auch diese Funktion ist identisch mit der Xiaomi-App. Ihr wählt also eine beliebige Zeit, wählt dann, wie oft das wiederholt werden soll, jeden Tag, an bestimmten Tagen, nur am Wochenende und so weiter, kennt ihr alles. Dann die Reinigungsstufe könnt ihr festlegen, 4 Reinigungsstufen und auch die Wassermenge, falls ihr wischen wollt, könnt ihr festlegen in 4 Stufen. Und dann wählt ihr noch die Etage, die gereinigt werden soll und da könnt ihr einzelne Zimmer auswählen, könnt alles reinigen lassen und so weiter. Da seid ihr eigentlich ganz flexibel. Und dann ist der Timer eigentlich programmiert. Ihr könnt natürlich auch mehrere Timer programmieren und könnt natürlich auch mehrere Reinigungszeiten an einem Tag nutzen. Und wie schon bei der Xiaomi-App erklärt, ihr könnt also auch, wenn ihr die Saugstärke oder den Wasserfluss wählt, könnt ihr auch das so festlegen, dass ihr in jedem Zimmer eine andere Saugstufe nutzt. Da müsst ihr auf Benutzer definiert gehen und dann könnt ihr für jedes Zimmer eine andere Wischwassermenge oder eine andere Saugstufe benutzen. Und auch die anderen Funktionen, die jetzt noch zur Verfügung stehen, sind eigentlich identisch mit der Xiaomi-App. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr so ausführlich drauf einzugehen. Da gibt es beispielsweise die Pin- und Go-Funktion, wo ihr dann eben auswählt, dass der Roboter an eine bestimmte Stelle fährt. Ihr markiert die Stelle an der Karte, dann fährt er dahin. Dann gibt es die Fernsteuerung, wo ihr den Roboter mit dem Joystick steuern könnt. Die Wartung, den Reinigungsverlauf könnt ihr euch noch anschauen und halt die üblichen Systemfunktionen, Firmware-Updates und so weiter. Das könnt ihr euch aber auch alles im ersten Teil des Videos nochmal bei der Xiaomi-App anschauen. Da habe ich das nochmal gezeigt. Ich zeige euch jetzt mal die Live-Überwachungsfunktion. Da müsst ihr oben rechts auf dieses Kamerasymbol klicken. Dann müsst ihr erst ein Entsperrungsmuster eingeben, damit die Funktion nicht Fremde benutzen, um euch zu überwachen. Man muss die Funktion übrigens am Roboter zusätzlich einmalig mit 2 Tasten aktivieren. Wenn ihr das nicht macht, dann ist diese Funktion in der App so und so gesperrt. Das ist wohl aus datenschutzrechtlichen Gründen so gemacht worden. Und ihr seht, man hat dann sofort ein Live-Bild und könnt dann gleichzeitig den Roboter manuell steuern, um euch in der Wohnung umzuschauen.
So, ich zeige euch mal so ein bisschen, wie das geht. Also ich bin jetzt nicht in diesem Raum, ich steuere den jetzt von einem anderen Raum. Ich habe also auch nur die Sicht nicht auf den Roboter, sondern ich habe nur die Sicht auf die App. Und man kann ihn tatsächlich relativ gut steuern und die Bildqualität ist überraschend gut. Richtig Sinn macht das natürlich nur, wenn man nicht im gleichen Haus ist, sondern wenn man irgendwo unterwegs ist, beispielsweise im Urlaub ist, dann kann man halt jederzeit mal einen Blick in die Wohnung vornehmen. Das ersetzt natürlich keine Alarmanlage oder sowas, aber man braucht sowas natürlich nicht. Das habe ich ja auch schon öfters mal gesagt. Es ist ja nicht der einzige Roboter, der das kann. Es gibt mittlerweile mehrere Roboter, die diese Funktion anbieten. Den letzten, den wir getestet haben, das war der Osmo T8 AIVI. Der hat so ziemlich eine ähnliche Funktion, fast gleich. Also wie gesagt, es ist ein bisschen Spielerei an der Sache. Man muss sowas nicht haben, aber er hat es nun mal und manche mögen es. Deswegen stelle ich das auch hier noch mal ein bisschen ausgiebiger vor, was die eben kann. Ihr seht, wenn ihr in dunkle Umgebungen fahrt, wie jetzt hier unter der Couch, dann schaltet der Roboter manchmal auf Schwarz-Weiß, weil er dann Infrarotlicht nutzt. Also er könnte auch in einer stockdunklen Wohnung umherfahren und würde dann immer noch was sehen. Also für die Überwachung hat das schon einen gewissen Nutzen, wenn man sowas denn braucht. Es gibt da neben dem manuellen Steuern, man kann natürlich, wenn jetzt alle Türen offen sind, das muss man natürlich immer voraussetzen, dann könnte man natürlich auch in andere Räume fahren und so weiter. Wenn man das nicht manuell mit diesen Tasten machen will, dann gibt es aber auch noch eine andere Option, die zeige ich jetzt gleich nochmal, das ist nämlich die Karte. Da kann man nämlich einfach einen Punkt setzen und dann fährt der Roboter automatisch zu diesem Punkt. Hier habe ich jetzt mal die Karte. Da könnt ihr einfach mit dem Finger irgendwo in einem Raum so einen Punkt setzen. Das ist genau wie die Pin-and-Go-Funktion, die ihr zum Reinigen von bestimmten Stellen nutzen könnt. Und dann fährt er zu dieser Stelle und da könnt ihr sofort wieder manuell die Steuerung übernehmen und euch drehen und könnt halt da was beobachten. Das geht natürlich viel flotter, insbesondere wenn ihr jetzt in einem anderen Raum navigieren wollt und so weiter. Wenn die Kamera-Live-Übertragung erfolgt, wie jetzt, dann spricht der Roboter auch ab und zu so einen kleinen Satz. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht richtig verstanden, was er da genau sagt. Auf jeden Fall macht euch das darauf aufmerksam, dass der Roboter eben die Kamera aktiv hat und dass ihr eventuell von jemandem beobachtet wird, der gerade euren Roboter steuert. Normalerweise kann das ja nur der eben auch die Passworte und so weiter hat. Also in der Regel ist das natürlich einer von den Wohnungsmitbewohnern. Soweit ist das, denke ich, klar. Erwähnenswert ist noch, dass es auch noch eine Nachrichtenfunktion gibt. Also ihr könnt also auch Nachrichten per Mikrofon in das Smartphone sprechen und die werden dann laut auf dem Lautsprecher des Roborock S6 Max V ausgegeben. Also ihr könnt praktisch Informationen an die Personen im Raum, beispielsweise an den Einbrecher gerade, weitergeben, falls ihr das wollt. So, ich schicke jetzt den Roboter mal zur Ladestation und dann schauen wir uns mal an, ob er hier die Fotos von den Hindernissen anzeigt. Ihr seht ja, er hat hier jetzt während des Fahrens Hindernisse erkannt. Das ist mit blauen Symbolen gekennzeichnet. Ich klicke die gleich mal nach dem Andocken an und dann seht ihr, dass der Roboter automatisch Bilder von den Hindernissen
aufgenommen hat. Und die sind sogar recht gut. Hier sieht man unseren Schuh, den hat er sogar als Schuh erkannt. Und da steht dann auch immer noch mal die Erkennungsrate daneben, 88%. Man kann da auch noch einen Hilfstext zu anzeigen lassen, hier den. Und kann da auch sagen, dass dieser Schuh zukünftig ignoriert werden soll, also dass er nicht mehr gemieden werden soll, dass er keinen Bogen mehr drumherum macht. Das macht man natürlich nicht, da soll er ruhig einen Bogen drumherum machen. Und das geht eben bei allen Hindernissen, die er hier erkannt hat. Hier hat er eine Steckdosenleiste erkannt, 92%. Also das ist schon gut. Also er hat auch wirklich nur Gegenstände erkannt, wo wirklich welche waren. Wir haben ja schon andere Roboter getestet, beispielsweise den Osmo. Der hat eigentlich an vielen Stellen Kabel entdeckt, aber da war eigentlich gar nichts. Solche Fehler sind hier dem Roborock nicht unterlaufen. Auch hier so kleine Verschmutzungen, die doch wirklich sehr unscheinbar sind, die von anderen Robotern durchaus überfahren werden, hat er hier wirklich sehr zuverlässig erkannt. Die Objekterkennung ist sicher noch nicht perfekt, aber für Tierbesitzer ist sie im Augenblick durchaus schon sehr hilfreich. So, als nächstes zeige ich euch noch ein paar Ausschnitte von der Reinigung eines Zimmers. Also ich habe jetzt hier diesen Testraum oder Wohnraum ausgewählt und lasse diesen jetzt ganz normal reinigen. Man sollte davon ausgehen, dass das eigentlich alles identisch ist wie mit der Xiaomi-App, aber ist nicht ganz so. Also er zeichnet die Karte hier, die Karte ist gleich gezeichnet, aber er zeichnet seine Fahrtstrecke, die er hier macht, ein bisschen anders. Also hier hat sie einfach ein bisschen mehr Zacken, er zeichnet sie nicht so ja, rundlich genau oder klar wie die Xiaomi-App. Hier ist das die Fahrtstrecke ein bisschen zackiger, werdet ihr sehen, wenn er hier ein bisschen länger gefahren ist. Und was auch auffällt, er reinigt seltsamerweise die Wohnung oder den Raum jetzt etwas anders, als es bei der Xiaomi-App war. Seltsamerweise, ich kann es nicht so ganz verstehen, die Karten wurden ja alles übernommen. Wir haben ja zuerst die Xiaomi-App benutzt, da wurden die Karten und die Einstellungen, viele Einstellungen wurden übernommen. Und trotzdem reinigt er hier jetzt in einer anderen Fahrweise. Ihr werdet sehen, die Bahnfahrweise war bei der Xiaomi-App von links nach rechts, je nachdem, wie ihr das jetzt sehen wollt. Ich gehe mal von der Karte jetzt aus, von rechts nach links. Und bei der Roborock-App reinigt er vorwiegend von oben nach unten. Ihr werdet es gleich sehen. Die Fahrweise fand ich bei der Xiaomi-App etwas günstiger. Ist kein großer Unterschied vom Ergebnis, kommt mal auf etwa ähnliches Ergebnis. Ich glaube, bei der Xiaomi-App war es ein bisschen kürzer, weil es von den Hindernissen günstiger ist, hier von rechts nach links zu fahren, als von oben nach unten. Aber es ist schon interessant, dass er hier bei den Apps etwas unterschiedlich navigiert. Die Hindernisse werden genauso gut erkannt wie bei der anderen App. Also das habt ihr ja eben gesehen. Den Schuh hat er schon hier eingezeichnet. Sogar etwas besser. Bei der Xiaomi-App hat er den Schuh nicht immer erkannt. Bei manchen Reinigungen hat er ihn nur als unbekanntes Hindernis erkannt. Erkannt als Hindernis hat er es immer, aber nicht immer als Schuh. Und hier hat er es gleich als Schuh erkannt. Ihr habt ja auch eben gesehen, dass man das Bild sofort abrufen kann. Wenn ich jetzt auf das blaue Symbol klicken würde, dann würde ich gleich wieder das Foto des Schuhes sehen. Das ist natürlich ganz interessant, wenn man eine sehr große Wohnung hat und unterwegs ist und die App beobachtet, dann kann man immer schauen, auf was er da gestoßen ist. So, ich habe jetzt das Video mal beschleunigt. Ihr seht es unten, dass die Zeit da jetzt schneller läuft, damit wir einfach mal sehen, ob er alle Objekte erkennt und wie er eben jetzt hier navigiert. Das seht ihr immer bei der Beschleunigung relativ gut. Man kann übrigens auch die Live-Ansicht während der Reinigung aktivieren. Dann kann man dem Roboter einfach beim Reinigen zuschauen. Man muss ihn dann nicht steuern, das macht er automatisch, er reinigt ganz normal weiter, aber man hat eben zusätzlich noch das Live-Bild dabei.
Also man sieht, er kennt wirklich alle Hindernisse sehr gut und auch er macht auch sehr schöne Fotos von den einzelnen Hindernissen. Wer das aus datenrechtlichen Bedenken oder so nicht mag mit den Fotos oder so, kann diese Option auch abschalten. Wie gesagt, man kann sie in der App abschalten, man kann die Kamerafunktion aber auch zusätzlich am Roboter nochmal deaktivieren. So, der Roboter dockt jetzt wieder an, also er hat hier jetzt 23 Minuten gebraucht mit den Hindernissen. Das war bei der Xiaomi App 22 Minuten, also das macht nicht viel aus. Aber ihr seht eindeutig an der Fahrtstrecke, dass die hier völlig anders ist, als die immer bei der Xiaomi App war. So, also soweit eigentlich jetzt zur Roborock App. Jetzt wollen wir mal zur Saugleistung übergehen. Die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen ausgiebiger auf unserer Testfläche testen. Für diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind und unsere Webseite noch nicht kennen, www.akku-und-roboter-staubsauger.de oder unsere Videos nicht kennen, erkläre ich es noch mal ganz kurz. Wir haben hier verschiedene Böden, verschiedene Teppiche und verteilen hier eine definierte Menge von Quarzsand. Das ist ganz feiner Sand. Der wird vorher abgewogen, die leeren Dosen werden abgewogen, auch der leere Schmutzbehälter wird abgewogen. Dann lassen wir den Roboter 20 Minuten saugen. Wir lassen immer 20 Minuten saugen. Ist die normale Laufzeit länger, dann stoppen wir ihn nach 20 Minuten. Ist die Laufzeit kürzer, dann wiederholen wir den, dann starten wir ihn nochmal neu, bis er auf 20 Minuten kommt. Das ist ganz wichtig, damit jeder Roboter die gleiche Zeit hat, hier zu saugen. Denn ansonsten würden wir die Navigation mit testen und die wollen wir hier nicht testen. Wir wollen sehen, was der Roboter im besten Falle kann, wenn er genügend Gelegenheit hätte, über den Teppich zu fahren. Und so können wir eben diese Saugleistung und mit anderen Robotern vergleichen. Wir machen das ja bei jedem Roboter. Wir haben schon unzählige getestet in den letzten Jahren. Und ihr könnt dann auf unsere Webseite gehen und sucht den jeweiligen Roboter, geht in die Listen, haben wir verschiedene Listen, Ranglisten und so weiter und könnt dann euch da anschauen, wie gut der da gesaugt hat bei dem Test. Die genaue Menge wird im Test immer angegeben und dann könnt ihr das auch selbst vergleichen. Ja, ich habe hier schon das Auszüge von diesem Test im ersten Teil gezeigt, deswegen machen wir es hier ein bisschen kurz. Lass den Roboter jetzt mal 20 Minuten laufen, beschleunige das einfach mal ganz schnell und ich glaube auch da gar keinen Kommentar zu abgeben und zeige euch gleich dann das Ergebnis dann nochmal am Schluss. Erwähnen möchte ich nochmal, dass wir bei all diesen Saugtests immer die höchste Saugstufe des Roboters nutzen, also das, was eben machbar ist, denn nur das macht ja eigentlich Sinn, denn wir wollen ja, wie gesagt, ermitteln, wie gut die Saugleistung am besten ist, denn die kann man eigentlich nicht durch die Pascal-Angaben, die da von den Herstellern immer gemacht werden, bewerten, denn wir haben schon sehr häufig gehabt, dass Pascal-Zahlen unter 2000, zum Beispiel, dass ein Roboter mit 1500 wesentlich besser saugt oder reinigt als ein Roboter mit 8000 Pascal. Also da solltet ihr auf die Pascal-Angaben keinen Wert legen. Diese Pascal-Angaben, diese Saugkraftangaben kann man auf verschiedene Arten messen. Dann kommt es immer darauf an, wie die Bedingungen waren beim Messen, wo man gemessen hat und so weiter und so weiter. Da spielen die Öffnungen, da spielt die Bürste und da spielen viele andere Faktoren noch eine Rolle bei der Reinigung, sodass die Saugleistungsangaben da keine effiziente Wahlmöglichkeit ist, um den Roboter auszuwählen. Verlasst euch also nicht auf die Pascal-Angaben, ich kann es nur immer wieder raten. Schaut euch irgendwelche Saugtests an, entweder unsere oder eben andere seriöse Saugtests.
abgeschlossen. Konnte Ladestation nicht finden. So, die 20 Minuten sind fast erreicht. Hier hat er gerade gestoppt. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, nochmal zu starten. Die 15 Sekunden schenkt man ihm. Und jetzt messen wir mal, was er hier gesaugt hat. Also ich kann das ja durch das Gewicht ermitteln. Ne? Ich wiege jetzt einfach nochmal den leeren Schmutzbehälter und ziehe dann den gefüllten Schmutzbehälter natürlich, ziehe dann den leeren Behälter ab und kann das dann dadurch ins Verhältnis setzen und kann genau ausrechnen, wie viel Prozent er von dem verteilten Schmutz zurückgesaugt hat. Und da ich das ja im Nachhinein kommentiere, kann ich euch das auch schon sagen. Es sind 47%, die er hier zurückgesaugt hat. Und das ist ein gutes bis sehr gutes Ergebnis. Es ist aber nicht besser als beispielsweise bei dem Roborock S6. Denn tatsächlich war der Roborock S6 hier bei dem Test deutlich besser. Er hat hier sogar 64% geschafft. Wenn ihr aber hier das im Vergleich, ich habe hier mal einige Roboter aufgezählt, die wir getestet haben, alle passen hier nicht hin, aber mal einige, damit ihr das einfach mal ein bisschen einschätzen könnt, dann seht ihr, dass er hier doch mit dem Wert in dem oberen Bereich landet und das ist schon eine sehr gute Saugleistung. Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass er hier über 60% kommt, aber das schaffen halt wirklich nur ganz wenige und die haben dann vielleicht wieder irgendwelche anderen Nachteile. Das ideale Gerät, was perfekt saugt und wo die Funktionen auch alle perfekt sind, das habe ich auch noch nicht gefunden. Obwohl ich schon so viele Saugroboter getestet habe. Irgendwo muss man immer einen Kompromiss machen, aber mit der Saugleistung kann man auch zufrieden sein. So, und genau den gleichen Test machen wir jetzt auch auf einem anderen Teppich. Hier ist das Floor etwas höher, also der Teppich ist normalerweise etwas schwieriger zu saugen. Und deswegen ist nochmal interessant, wie jetzt hier der Roboter abschneidet. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal ganz kurz in Realzeit den Saugvorgang, damit ihr das nochmal ein bisschen beobachten könnt. Aber wie gesagt, durch das Beobachten kann man nicht einschätzen, wie gut er saugt, weil die Oberfläche ist relativ schnell sauber, wie viel er dann wirklich gesaugt hat, ob er den Schmutz nach unten weiterverteilt hat durch die Saugbürste. Manchmal ist es ein schlechter Roboter, der schlecht saugt, der bewegt ja auch das Floor und dann fällt der Schmutz nach unten, dann sieht man auch nicht mehr, da sieht es sauber aus, wenn er drüber fährt. Aber in Wirklichkeit hat das nicht aufgesaugt, sondern nur nach unten verteilt. Deswegen kann man das wirklich nur feststellen, wenn man es nachher wiegt. Und das machen wir ja gleich. Wir lassen das auch jetzt wieder 20 Minuten laufen. Und dann schauen wir nochmal nach den 20 Minuten, was hier rausgekommen ist. Ich beschleunige das Video, zeige euch da nur ein paar Auszüge, damit wir ein bisschen vorankommen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. So, die 20 Minuten sind rum. Jetzt werde ich das Ganze wieder abwiegen und was er hier aus dem Läufer herausgeholt hat. Und dann blende ich auch noch mal eine Vergleichsliste mit einigen Saugrobotern ein, damit ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. Wenn ihr das mit anderen Saugrobotern vergleichen wollt, müsst ihr immer auf meiner
Webseite schauen. Wir haben ja noch viel mehr getestet und ihr könnt euch da auch die Saugergebnisse anschauen. Also ich verrate euch, was rausgekommen ist. Ich habe es schon ausgerechnet. 26% hat er hier herausgesaugt. Und das ist natürlich schon deutlich schlechter als eben bei dem ganz kurzflorigen Teppich. Da waren es ja 47%. Also da hat er sich verschlechtert und sogar relativ deutlich gegenüber dem Roborock S6. Aber auch wenn man es mit anderen Robotern vergleicht, schaut mal in die Liste, ist das jetzt nicht unbedingt ein Spitzenergebnis. Ne? Das liegt so mehr so im Mittelfeld. Also da gibt es schon einige, die da deutlich besser sind. Also da hätte ich mir eigentlich bei höherem Flor wie diesem Teppich hier etwas besseres Ergebnis gewünscht. Aber wie gesagt, man muss immer Kompromisse machen. Man kann damit sicherlich leben. Es kommt immer auf den Teppich an. Wenn ihr natürlich aber höheres Flor habt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass viele Saugroboter da nicht sonderlich gut sind. Das kommt hauptsächlich auf die Bürstenkonstruktion an. Und hier hat man sich wohl offensichtlich ein bisschen verschlechtert. Das kann der Bodenabstand sein von der Bürste. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir halten nur fest, etwas schlechter geworden. So, als nächstes testen wir mal die Reinigung auf Hartboden und hier ist ein richtiger Härtetest. Hier verteile ich eine richtig große Schmutzmenge aus drei verschiedenen Dosen. Das ist einmal der Quarzsand wieder, der feine Sand, dann Semmelmehl, normales Semmelmehl, kleine Krümel sind das und dann grobes Katzenstreu. Das ja auch in der Wohnung durchaus mal vorkommen kann, denn das bereitet zu manchen Roboter auch das Problemchen, weil das kleine Steinchen sind oder eine Art schwere Steinchen, die für Roboter, auch für manchen Staubsauger nicht so ganz einfach manchmal sind. So, wir lassen den Roboter jetzt auch wieder 20 Minuten saugen. Hier müsst ihr vor allem jetzt optisch darauf achten, wie er das aufnimmt, wie oft er drüber fahren muss, ob er den Schmutz verteilt bei der Aufnahme. Es gibt Roboter, die verteilen den Schmutz erstmal in alle Ecken oder relativ gleichmäßig über die Fläche oder ganz direkt nur an den Rand, wo er dann nicht mehr drankommt oder solche Sachen. Aber so wie das hier aussieht, macht er das gut. Also er verteilt das nicht nach außen und scheint das auch ganz gut aufzunehmen. Müssen wir jetzt nochmal schauen. Ja, das sieht ganz gut aus. Dass er das jetzt bei einem Mal drüberfahren nicht schafft, bei dieser großen Schmutzmenge, das ist ganz normal. Wenn er das jetzt in 2-3 Minuten schafft, hier von dieser Zeit, links habt ihr ja immer die Zeit eingeblendet, dann ist das schon sehr gut. Also ein guter Roboter schafft das innerhalb von 3 Minuten, dass die Fläche eben weitgehend sauber ist. Alle Roboter der Mittelklasse, die jetzt, weiß ich was, jetzt über 300 € oder vielleicht auch schon ab 200 € kosten, die sind heute eigentlich so gut, dass sie das hier in 3 Minuten schaffen sollten. Ganz günstige Modelle aus dem Supermarkt oder so oder eben ältere Modelle, die können hier tatsächlich auch nach 20 Minuten noch Schmutz liegen lassen. Aber wir messen jetzt nochmal nach 10 Minuten, wie viel im Schmutzbehälter ist und nach 20 Minuten, wie gesagt, nach 10 Minuten sollte eigentlich da schon 100% drin sein. So, also man sieht, die Fläche ist jetzt eigentlich schon nahezu komplett sauber. Man sieht eigentlich keine Schmutzmengen mehr, zumindest keine größeren Schmutzmengen. Also in 2 Minuten hat er das hier auch geschafft. Das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Er hat überhaupt nichts nach außen verteilt, zum Rand hin. Und das ist sehr gut, denn wenn man Roboter, die das zum Rand hin verteilen, das ist natürlich in der Wohnung ganz schlecht. Das kann dann unter Schränke geraten und an Stellen, wo er dann einfach nicht mehr hinkommt. Und das bleibt dann da liegen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und von daher ist das schon ein sehr gutes Ergebnis. Da kann man jetzt eigentlich schon sagen, dass er nach 10 Minuten natürlich 100% drin ist. Eigentlich brauchen wir uns das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr anschauen. Ich spule das mal, oder ich mache mal einen Sprung gleich einfach zu dem Ende.
Denn dann kommen wir einfach hier ein bisschen weiter und ich kann euch noch ein paar mehr Tests hier in das Video einbinden. Ich zeige euch einfach am Schluss nochmal und sage euch dann, was nach 10 Minuten drin war und nach 20 Minuten. So, die 20 Minuten sind rum. So schnell kann es im Video gehen. Das ist doch ein Vorteil. Und dann schauen wir doch mal, was er hier gesaugt hat. Ich habe es hier aufgeschrieben. Ja, es war nach 10 Minuten praktisch 100% und nach 20 Minuten ist es gleich geblieben. Natürlich 100%. Mehr als 100% geht nun mal nicht. Also das war erwartungsgemäß und die optische Bewertung hier, dass er nichts an den Rand verteilt hat, das war hier wirklich sehr gut. Das habt ihr ja alles gesehen. Nach 2 Minuten, 10 Sekunden war die Fläche praktisch optimal sauber. Also hier Hartboden mit großen Verschmutzungen hat der Roborock S6 Max V sehr gut abgeschnitten. Der Schmutzbehälter, da hat auch alles reingepasst, aber viel mehr wäre es nicht gewesen. Habt ihr gesehen, es kommt ja hier schon an den Rand. Also der Behälter ist ja ein bisschen kleiner geworden und bei solchen großen Schmutzmengen, da käme er dann mit seinem Behälter schon an die Grenzen. Das ist aber bei Haushaltsschmutz weniger der Fall, weil da der Schmutz leichter ist und er wird dann mehr reingepresst. So, wir sind schon beim nächsten Test. Hier testen wir die Randreinigung. Hier habe ich so eine spezielle Dose, da verteile ich jetzt praktisch den Quarzsand direkt am Rand, dass immer der gleiche Abstand vorhanden ist. Und auch hier lasse ich den Roboter jetzt 20 Minuten saugen und ich messe nach 10 Minuten und nach 20 Minuten, wie viel er zurückgesaugt hat. Und das werden wir am Ende dann auch wieder vergleichen. Einige Roboter zeige ich euch hier wieder in der Liste an. Mit anderen könnt ihr es dann auf meiner Webseite vergleichen. Wenn ihr wollt, denn wir haben das ja, wie gesagt, mit etlichen Saugrobotern schon gemacht. Schaut euch aber auch nochmal an, wie er das aufnimmt, wie schnell er das aufnimmt, wie oft er am Rand fahren muss und wie die Bürste hier funktioniert. Er hat ja Bürsten, die so ein bisschen aus Gummi bestehen, also nicht mehr so aus Fäden, wie das früher bei Roborock war. Aber auch der S6er hat ja schon diese Gummi-Seitenbürsten und das ist bei dem Roborock S6 Max V genauso. Beim S6 muss ich sagen, war das nicht so sonderlich gut mit diesen Gummiseitenbürsten. Die haben den Schmutz eigentlich nicht so gut erfasst. Aber hier scheint es jetzt besser geworden zu sein. Aber schauen wir mal am Ende, was da rauskommt. Also die Ränder bekommt er dann nach mehreren Fahrten doch recht ordentlich sauber. Weitgehend sind die schon sauber, einige Stellen, da ist noch was. Aber natürlich bei den Ecken, da hat er die gleichen Probleme wie die meisten Saugroboter. Einen großen Teil von dem Schmutz, der eben am Rand ist, verteilt er auch in die Ecken. Das ist so typisch das Problem bei den Saugrobotern. Egal wie sie geformt sind, ob die jetzt rund sind oder eben diese Form haben, wie jetzt der Nito oder der Vorwerk. Diese anderen Bauformen sind nicht immer besser. Das wird zwar oft gesagt, ist aber nicht der Fall. Das habe ich ja auch schon oft in Tests gezeigt. Es gibt durchaus runde Roboter, die ja bei der Handreinigung sehr gut sind oder auch bei der Eckreinigung relativ gut sind. Aber die haben dann wieder andere Schwächen, deswegen landen die dann auch nicht bei uns in der Spitze, in der Rangliste. Also bei Rand muss man meistens doch schon relativ viel Kompromisse machen. Es ist aber nicht so tragisch, weil man in der Wohnung ja nicht solche großen Schmutzmengen und schon gar nicht sandige Schmutzmengen am Rand hat. Von daher wird man das in der Wohnung kaum bemerken, dass da die Randreinigung nicht so sonderlich gut ist. So, ich werde das aber jetzt mal ein bisschen beschleunigen und dann schauen wir mal am Ende, was da rausgekommen ist.
So, die 20 Minuten sind rum. Dasselbe Prozedere wie immer. Ich wiege den Schmutzbehälter und rechne das dann um und kann dann euch einen Vergleich anzeigen. Rausgekommen ist, nach 10 Minuten hat er 64% eingesaugt und dann nach 20 Minuten hat er nochmal 3% dazu bekommen, hat er noch ein bisschen aus den Ecken rausgekratzt und da waren es 67%. Und wenn ihr das Ergebnis jetzt mit einem anderen Modellen vergleicht, die wir schon getestet haben, dann seht ihr, das ist gar nicht schlecht, das liegt im oberen Bereich. Also da ist er sogar gegenüber dem Roborock S6 besser geworden. Das hatte ich ja eben schon gesagt, die Gummibürste scheint jetzt wirklich besser zu funktionieren. Beim Roborock S6 war es noch nicht ganz so gut. Also das ist durchaus gut im Vergleich halt, was heute Saugroboter können. So, jetzt sind wir schon beim nächsten Test und hier testen wir nochmal, wie gut der Roboter Haare saugt. Das hier ist schwarzer, dunkler Stoff, damit man das besser sieht. Und hier testen wir auch gleichzeitig, ob der Roboter überhaupt auf schwarzen Stoff fahren kann. Denn ihr wisst ja, es gibt eine ganze Reihe von Saugrobotern, die haben mit schwarzen Untergründen ihre Probleme. Die fahren da nicht drauf, weil die Absturzsensoren diesen Untergrund nicht gut erfassen können. Manche Infrarotsensoren sind günstige meistens. Die sind nicht richtig eingestellt oder sind nicht in der Lage, halt einen fehlenden Untergrund von einer schwarzen Fläche zu unterscheiden. Und dann gibt es dann das Problem, dass die nicht auf schwarze Flächen fahren. Kommt heute eigentlich seltener vor. Früher war das sehr oft bei Saugrobotern der Fall. Heute können das eigentlich alle guten Saugroboter, die sind, werden da eigentlich vom Hersteller drauf getestet. Und so sollte es ja auch sein. Es gibt aber immer wieder mal die ein oder andere Ausnahme, deswegen testen wir das. Wir testen auch gleich, ob die Absturzsensoren ansonsten richtig funktionieren, denn diese Fläche hat ja hier keinen Rand, wie ihr seht. Wenn die Absturzsensoren jetzt nicht gehen würden, dann würde er hier einfach runterfallen und das können wir also hier gleich mit testen. Das ist jetzt eine Fläche, da haben wir jetzt menschliche Haare drauf, als auch Katzenhaare. Katzen liegen da sehr oft drauf. Und die Haare sind teilweise relativ fest in den Stoff eingelegen, so nenne ich es mal. Und deswegen ist das nicht so ganz einfach. Ihr wisst ja, wenn ihr im Stoff wieder so Haare haften können, das ist nicht so ganz einfach, auch mit dem Staubsauger nicht. Da muss man schon einige Mal drüber gehen. Aber so wie das aussieht, macht er hier auch einen ordentlichen Job. Also, dass er da natürlich mehrfach drüber fahren muss, das ist klar. Wie gesagt, das müsste man mit dem Staubsauger auch. Den Test lassen wir nur 10 Minuten laufen. Dann schauen wir uns einfach nochmal die Fläche an und schauen dann einfach mal nochmal in den Schmutzbehälter rein. Also man sieht, das macht er doch schon sehr gut. Also es sieht schon ganz anders aus als am Anfang. Und wenn er hier noch ein, zwei Mal drüber fährt, dann dürfte das doch schon richtig schön aussehen. Also da kann man nicht meckern. Vielmehr kann man hier nicht erwarten bei so einer Aufgabe. Die ist wirklich schwierig. Ihr seht jetzt auch hier bei dieser Fläche wirklich jedes Haar, weil die Fläche dunkelschwarz ist, dass die jetzt hier im Bild ein bisschen heller aussieht. Das liegt an der Kamera, weil die etwas das Dunkle etwas aufhält. Die sind in Wirklichkeit richtig dunkelschwarz und da sieht man halt jetzt jedes Haar in der Kamera besser, als man es mit dem Auge real sehen würde. Und von daher ist das wirklich ein gutes Ergebnis. Das sehe ich schon, denn wir haben den Test schon sehr häufig gemacht. Und es wäre auch schlecht, wenn das nicht so gut wäre, denn der Roboter ist ja gerade für Tierbesitzer eigentlich der ideale Roboter. Denn durch die Objekterkennung
kann er eben auch Tierverschmutzungen erkennen. Und das ist ja, die Objekterkennung ist ja im Grunde eigentlich nur für Tierbesitzer wirklich richtig sinnvoll. Ne? Es kann bei Tieren mal vorkommen, wenn die krank sind oder dass sie einfach mal brechen oder mal ja, irgendwelche Hinterlassenschaften einfach an Stellen hinterlassen, wo sie nicht hingehören. Ne? Das kann mal vorkommen, kommt sicherlich selten vor, aber das ist sicherlich jedem Tierbesitzer schon passiert, bei Hunden wahrscheinlich mehr als bei Katzen. Und wenn dann ein Roboter gerade durch den Timer gestartet wird, ihr seid gar nicht im Haus, ihr seid ja vielleicht den ganzen Tag in der Arbeit und der Roboter saugt vielleicht am Tag einmal, dann fährt er rüber und ja, macht eine Riesensauerei. Wenn ihr dann heimkommt, dann habt ihr eine Riesensauerei. Das kann passieren bei Haustieren. Kommt selten vor, aber es ist schon einigen passiert. Und da ist natürlich ein Roboter wie dieser, der eben diese Objekte erkennt, der diesen Schmutz von den Tieren wirklich erkennt und dann richtig ausweicht, den also wirklich nicht berührt, wirklich eine gute Sache. Und das ist eben eigentlich die Stärke von der Objekterkennung, wenn die Objekterkennung diese Tierverschmutzung gut erkennt. Und das hat der Roborock S6 Max V besser gezeigt als jeder andere Roboter, den wir bisher im Test hatten. Dann ist er wirklich da eine Hilfe. Ne? Da ist er einfach, da hat er ein Feature, was andere im Augenblick so gut nicht können. Und da sollte man überlegen, ob man da vielleicht 50 Euro mehr ausgibt, wenn er dann und statt dem Roborock S6 oder S5 Max dann zu dem S6 Max V greift. Wenn man jetzt keine Tiere hat oder dieses Problem nicht befürchtet, das kann ja auch sein, dann muss man diese Objekterkennung nicht haben. Und dann kann man auch beispielsweise zu dem S5 Max, wenn man die Wischfunktion häufiger nutzt, oder zu dem S7, da ist die Wischfunktion sogar noch ein bisschen besser, der hat aber auch keine Objekterkennung. Oder wenn man ein bisschen sparen will, Geld, kann man den S6 oder den Dreamy D9 nehmen. Den sollte man sich auch mal anschauen, haben wir vor kurzem getestet. Der ist fast so gut wie der Roborock S6, ist aber deutlich günstiger, kostet unter 300 Euro im Augenblick und das ist dann natürlich auch eine gute Alternative. Aber das könnt ihr alles auf meiner Webseite, geht da mal auf die Empfehlungsseite oder schaut euch die Listen an oder blättert einfach mal die Tests durch, da gibt es viele Möglichkeiten und da findet ihr sicher den Roboter, der zu euch am besten passt. Also ihr seht, die Fläche sieht schon viel, viel schöner aus. Ich glaube, wir können das jetzt mal ein bisschen beschleunigen, bis wir auf die 10 Minuten kommen. Und dann schauen wir nochmal in den Schmutzbehälter. So, jetzt sind die 10 Minuten rum und hier seht ihr den Schmutzbehälter. Da hat er doch einiges an Haaren reingepresst. Also ihr seht, das ist doch eine schöne Sache. Also das hat er wirklich gut gemacht. Da gibt es gar nichts zu mosern. Und die Fläche sieht also wirklich auch recht ordentlich aus. Da und da sind natürlich noch ein paar Haare. Perfekt hat er. Er schafft das nicht, aber das hat bis jetzt auch noch kein Roboter perfekt geschafft. Das ist wirklich ein schwieriger Test und wenn ihr das mit anderen vergleicht, da sieht das Ergebnis wirklich gut aus. Haare wickeln sich natürlich um die Bürste, das kommt mal vor, aber hier hält sich das eigentlich in Grenzen. Ihr seht es, bei sehr langen Haaren kann das natürlich stärker auftreten, aber generell ist das hier bei dem Gerät nicht übermäßig stark, weil er eben diese Kombibürste hat, die ja aus teilweise Borsten und teilweise Gummilamellen besteht. Da ist das nicht so stark wie bei reinen Borstenbürsten. So, als letztes packe ich euch hier noch den Test von den Türschwellenhöhen oder von den Höhenunterschieden mit rein. Das heißt, wir legen hier verschiedene Platten mit verschiedener Höhe in die Testfläche und lassen den Roboter ein-, zweimal oder mehrfach drüber fahren und schauen halt, wie er diese Höhenunterschiede
überwindet. Am Anfang ist das noch recht leicht, da reicht es, wenn wir es ein-, zweimal drüber fahren lassen. Und wenn es dann immer höher wird, dann lassen wir immer häufiger drüber fahren, um wirklich zu sehen, ob er das auch wirklich immer schafft. Das ist für die Leute interessant, die jetzt Türschwellen beispielsweise in der Wohnung haben, die ein bisschen höher sind, ob der Roboter da für die Wohnung geeignet ist oder nicht. In der Regel ist es so, dass die meisten Roboter heute so Türschwellen bis 15, 16, 17, 18 mm gut schaffen. Es gibt aber Ausnahmen, da die dann vielleicht bei 1 cm schon ihre Probleme haben. Und es gibt auch Ausnahmen, die so knapp über 20 mm kommen. Deswegen schauen wir uns das mal an, wie das hier bei diesem Saugroboter ist. Diese Kanten, die wir hier haben, also sind natürlich 90 Grad Kanten. Es kann sein, dass ihr eine etwas schräge Türschwelle habt. Da ist es natürlich so, wenn die Kante etwas schräg ist, da kann es immer sein, dass der Roboter 1-2 mm mehr nimmt. Das könnt ihr da einkalkulieren, etwa 1-2 mm. Viel macht das nicht aus. Sonst müsst ihr schon eine richtige Rampe bauen. Wenn ihr eine richtige Schräge baut, die über einige Zentimeter geht, dann kann man natürlich auch größere Höhen überwinden. Aber am besten ist es natürlich, wenn ihr eine Wohnung habt, wo die Türschwellen unter 18 mm liegt, also möglichst unter 15. Aber 18 schaffen eben auch noch viele Saugroboter. Also ihr seht schon, bis 10 mm überhaupt keine Probleme. Also bis dahin, bis hierhin klappt das wirklich tadellos. Und schauen wir mal, wie es jetzt mit größeren Höhen. Nee, da hat er noch nicht berührt. Das lag jetzt an der Navigation, dass er gedreht hat. Das lag nicht an dem Hindernis. Das schafft er also auch noch wirklich gut. Ja, also 15 mm schafft er auch noch sehr gut, da hat er noch gar keine Probleme. Aber jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo doch viele Roboter dann ihre Probleme haben. Mal, wir können gespannt sein, wie es jetzt bei 18 mm aussieht. Hier ist er jetzt angestoßen, aber das lag etwas daran, dass die Platte unten einen kleinen Spalt hat, weil diese etwas gebogen ist. Ihr seht es hier im Bild. Und dass dann keine 18 mm da waren, sondern eher wahrscheinlich 19 oder 19,5 sogar. Deswegen drücke ich die Platte jetzt mal runter, damit er wirklich diese 18 mm nehmen muss. Und das klappt. Das klappt. Aber man sieht, da ist doch irgendwo die Grenze. Viel mehr schafft er da nicht. Also ich denke, es braucht nur einen halben Millimeter höher sein. Da wird er da dagegen fahren. Deswegen testen wir das noch ein paar Mal. Also er hat schon bei 18 mm schon ein bisschen Schwierigkeiten, aber in der Regel schafft er es noch. Also man sieht schon, hier ist die Grenze. Und das liegt aber auch daran, dass der Bumper wirklich knapp über 18 mm liegt. Also wenn es nur einen halben Millimeter höher ist, dann stößt der Bumper dran und dann versucht er es gar nicht erst. Also mehr als 18 mm dürfte ihm nicht zumuten, aber das ist okay, das ist typisch für einen Roboter und es ist nicht immer besser, wenn er viel nimmt, viel höhere Sachen nimmt. Das hat ja auch Nachteile, wenn ihr Möbeln habt mit Füßen oder so und der Roboter nimmt dann 30 mm, dann kann das sein, dass er auf eure Möbeln, ständig auf eure Möbeln oder auf eure Stühle fährt. Also Stuhl, Füße in dem Fall. Und das ist dann ja auch nicht von Vorteil. Also man muss da immer sehen, dass es zur Wohnung passt. Und so eine Höhe ist eigentlich in der Regel in der Praxis gut. Hier sieht man nochmal 18 mm, da kommt er ganz knapp drüber.
Und da ist ziemlich klar die Grenze. Ja, das soll es jetzt hier eigentlich in dem Video erstmal gewesen sein. Mehr kriegen wir jetzt nicht rein. Wir sind schon bei einer Stunde und da will ich nicht drüber gehen. Wir haben zwar immer noch einige Tests nicht gezeigt. Wir müssen uns die Wischfunktion noch angucken. Ihr könnt das aber alles bei mir im Testbericht nachlesen. www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Ich bringe da auch nochmal einen dritten Teil rein. Da zeige ich dann auch nochmal, was der Roboter hinsichtlich der Wischfunktion kann, wie er das Wasser verteilt. Denn da haben wir ja kürzlich erst einen getestet, der hatte erhebliche Probleme mit der Wasserverteilung, ob das hier bei dem Roborock S6 Max V besser klappt. Ja, das komplette Fazit habe ich eigentlich schon im ersten Teil oder während des Videos eigentlich schon wiedergegeben. Ihr könnt es aber im Testbericht nochmal genau nachlesen. Für mich ist es wirklich ein sehr interessanter Roboter, insbesondere für Tierbesitzer kann ich ihn wirklich empfehlen. Da ist auch der Preis durchaus okay, es ist ein Premium-Roboter, die sind nun mal etwas teurer, aber er arbeitet auch sehr zuverlässig, die App arbeitet sehr zuverlässig und die Objekterkennung ist einfach momentan einzigartig. So, das soll es gewesen sein, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!